Hallo und herzlich willkommen zu Fabledom hier bei Paradox Games, dem wahrlich fabelhaften Strategieaufbauspiel, in dem es darum geht, ein Reich im quasi ein Königreich weit, weit entfernt aufzubauen aus Elfen, Zwergen, Gnomen und so weiter und so fort auf der Suche nach der einzig wahren Liebe, quasi so ein bisschen Shrek, nur in computerspielmäßig. Und der Erzähler geht mir die ganze Zeit schon total auf den Keks. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Ich höre euch ein bisschen was erzählen. Es geht darum, dass wir ein neues Königreich errichten. Und es ist eine Städtebausimulation, ähnlich wie es große Vertreter sind, wie Die Siedler, Anno oder auch, und das habe ich schon gesehen, so die ersten Dinge, die ich so reingeschnuppert habe, so zum Einstellen. So ein bisschen auch Richtung Foundation, falls euch das was sagt. So ein bisschen, na, geringfügiger Survival-Aspekt. Werden wir alles sehen und gucken. Und ich kenne das Spiel sonst gar nicht. Also wirklich nicht. Und wir erkunden das Spiel einfach mal zusammen. Und meine Güte, ja, wir fangen doch schon an. Jetzt halt doch mal die Goschen hier. Eieieiei. Gute Güte. So, also alles beginnt damit, dass man eine Karte hat mit einem Seed, den man sich frei wählen kann. Und dann wählt man hier eine Karte aus. In dem Falle, was hätten wir hier? Draenor mit Reichinformationen, mit Größe, große Fläche, viele Berge, Wald, Ozean ist auch recht viel da. Und man sieht schon hier auf der Karte die Berge und Wälder, die so schon so richtig schön im Wind hin und her wogen. Sind schon ein gutes Zeichen dafür, was einen auf dieser Karte wohl erwartet. Also wir hätten hier jetzt in Draenor hätten wir zum Beispiel sehr viele Berge, das sieht man auf der Karte hier oben, und auch Wälder. Und dann gibt es hier Votara, großes, also mittelgroßes Reich, normale Berge, normale Wälder, einigermaßen Ozean, also alles so im guten Mittelmaß. Hier unten Sofutria zum Beispiel, ein großes Reich, normale Berge, normale Wälder, keine Ozeane, okay. Und ansonsten, ich würde sagen, wir können einfach nochmal einen neuen Seed machen, einfach nochmal so ein bisschen reinschnuppern, gucken, was es sonst noch so gibt. Und ansonsten hier Hivianara. Normale Wälder, normale Ozeangröße. Viel, ich weiß nicht, ob viele Berge gut sind oder nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber wir lassen das jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal Hivianara. Gottes Willen, was für ein Name. Und werden hier unser Reich machen. Und für euch zur Info, wie lange jetzt dieses Let's Play eigentlich geht. Denn es ist eigentlich kein Let's Play, sondern ein Let's Try. Mal ein bisschen reinschauen, so um die 10 Folgen. Gucken wir einfach mal, wie lange das so geht, die Motivation ist. Und wenn ihr sagt, ey geil, mega cool, will ich mehr von haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ansonsten, wenn ihr dann die weiteren Folgen sehen wollt, natürlich Kanal abonnieren und auf den Like-Me-Button drücken. Das kennen wir alle. So, dann geht es auf nach Hivianara. Ich bin ein Prinz und ich suche nach einer Prinzessin. Mein Name ist Simme. Ich überlege gerade, wir lassen das jetzt einfach mal so, der Vollständigkeit halber. Es muss ja schon so sein, seine Richtigkeit haben. Und dann würde ich sagen, spielen wir und dann bekommen wir eine kleine Märchengeschichte erzählt. Once upon a time it goes, a story told of love and woes, when all the kings and queens of yore sent forth their children to explore. New lands of plenty, fields and trees, fertile, yielding, birds and bees. It's your turn, prince or princess you, discover, conquer, daring do. Remember, friend, 'tis not just sword that makes one lady or a lord. To build a kingdom, 'tis an art, but don't neglect your spirit's heart. Through love or war, these lands ignited shall ever after be united. Now go, be kind, be cruel, be scrappy, and make your ever after happy. Das ist unsere Geschichte. Wir bauen unser kleines Königreich aus.
und sind natürlich auf der Suche nach unserer Traumprinzessin, die wir wahrscheinlich, vermute ich mal, im Laufe des Spiels kennenlernen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich habe so, glaubt ihr, ersten zwei Klicks schon mal reingemacht. Und es ist tatsächlich sehr knuffig, muss man sagen. Es ist Kapitel 1. Es ist ein Neuanfang. Wir gucken mal rein. Es fehlen natürlich noch sehr, sehr viele Features. Wie gesagt, das Spiel ist im Early Access erhältlich aktuell. Und die Roadmap ist absolut total vollgespickt. Es gibt unglaublich viele Sachen. Also die Roadmap beinhaltet, dass es momentan erstmal funktioniert. Und dann kommt, es gibt noch kein Militär, es gibt auch noch keine Riesenaustausch oder sowas. Es ist so ein Basic-Stand, deswegen gucken wir mal, wie weit das geht, wie weit die Motivation ist, wie weit die Technik funktioniert. Und alle möglichen Sachen kommen dann später, unter anderem dann, wie gesagt, es geht um das Finden unserer Traumprinzessin, Traumprinzen, in dem Falle unserer Prinzessin, und sie mit unserem Reich zu beeindrucken. Ja, hier haben wir unsere kleinen, knuffigen Mannequins. Hier haben wir Agnes Lopez und Isabella Isolda. Und als erstes sollen wir hier das Tutorial abschließen. Also reinzoomen, rauszoomen und die Karte drehen. Super, gibt uns 10 Goldmünzen. Oh, yes. Our kingdom began with little more than a humble laborer's hut. Now, where did that go again? Let's see here. Tja, wo ist wohl die Bauhütte? Wer hätte das gedacht? Es gibt ein Baumenü natürlich hier im unteren Bereich. Hier finden wir eine Arbeiterhütte. Das heißt also, wenn wir bauen wollen, brauchen wir unsere Arbeiter. Und hier gibt es eine Schotterstraße. Davon sollen wir 5 Stück bauen. Ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal hier 5 Stück. So, zack, haben 5 Straßen. Und dann bauen wir jetzt mal eine Arbeiterhütte. Die stellen wir mal direkt neben den Wagen. Da passt sie vielleicht ganz gut hin. Gucken wir mal. Und dann fangen sie an zu bauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen Grafikstil echt knuffig, muss ich sagen. Achso, da fehlt noch ein Arbeiter, genau. Das ist etwas, was es zum Beispiel bei Siedler ja nicht gibt oder so. Aber es gibt bei Foundation, wenn ihr das kennt zum Beispiel, muss man dann Arbeiter zuweisen. Das ist sehr schön. Wer arbeitet denn? Robert Martinez. Das sind alles sehr spanische Namen hier. Also es scheint ein spanisches Märchen zu sein. Wer weiß, wer weiß. So, ansonsten Interface muss ich selber auch nochmal gucken. Wir beanspruchen erstmal 10 Goldmünzen. Die landen hier oben. Münzen. Wir haben Bevölkerung, 4 Landsmänner. Oh, Landsmänner, Bürger, Adel. Also das deutet schon auf das klassische Bedürfnissystem hin, dass die Leute, unsere Leute Bedürfnisse haben, die sie haben, die zu erfüllen gilt. Wir haben Zufriedenheit und dann haben wir hier Holz, Steine und Gemüse. Und dann gucken wir mal, was da noch so auf uns kommt. Wir sollen als erstes ein Gehöft bauen. Dies ist die erste Wohnungsstufe, perfekt für die ländliche Gegend. Hier wird ein Familienoberhaupt benötigt, damit alles glatt läuft. Okay, also mit einem Familienoberhaupt. Na gut, dann bauen wir hier eine Hütte. Und jetzt gibt es hier, das hatte ich im Tutorial schon kurz gesehen, man muss hier ein Fundament gießen sozusagen, also ein Gartengebiet. Und das muss jetzt eine gewisse Größe haben. Das kann hier in dem Falle, sind das 5 Felder. Und das bauen wir mal so nach hinten raus. Zack. So. Achso. Und ist es hier? Bauen. 55. Zack. Und jetzt wird das Ganze gebaut. So, jetzt schauen wir uns nochmal die Gegend so ein bisschen an, wie das hier so aussieht. Wir hatten ja gesagt, ne, relativ normale Größe. Die Karte ist okay. Also ist jetzt hier von der Kartengröße her durchaus in Ordnung. Und ach, guck mal hier, schöne Wasserfälle. Ja, ist ganz knuffig. Bisschen Steine sind hier. Holz. Ein Plateau. Schön. Gefällt mir stiltechnisch sehr gut. Erinnert mich tatsächlich ein bisschen an die Siedler. So ein bisschen von dem knuffigen Stil her hier. Kann man mal gucken. Hier noch arbeitet da jetzt hier. Schön. So, baut ein Gehöft, baut 2 Gehöfterweiterungen im neuen Garten und weist ein Familienoberhaupt zu. So. The first homestead. Yay, das erste Gehöft. This is where your fablings live and eat. A head of household is required for the homestead to operate smoothly. Now, make sure one has been assigned, won't you? Okay. So, was haben wir hier? Hier gibt es Hoferzeugnisse und Hoferzeugnisse können nur von den Bewohnern gegessen und nirgendwo anders gelagert werden. Ja, okay, das macht ja dann irgendwo Sinn. Dann haben wir hier kleines Gewächshaus. Kann man das auch irgendwie ausbauen?
Kann man das irgendwie hier... Familienoberhaupt. So, ein Wohnsitz benötigt ein Familienoberhaupt, um zu funktionieren. Indem ihr auf Haushalt verwalten klickt, könnt ihr einen Oberhaupt zuweisen. Wenn der Fabeling, auch schön, der Fabeling, der dort wohnt, keine Arbeit hat, wird er automatisch zugewiesen. Ein Familienoberhaupt kümmert sich darum, dass die Lebensmittelvorräte des Hauses gefüllt und alle anderen Ressourcen, die Fabelinge glücklich machen, vorhanden sind. Also sozusagen das Mädchen für alles, wenn man es so möchte. So, wir machen hier Familienoberhaupt ist... Achso, ist automatisch zugewiesen worden, nämlich Agnes Lopez. Natürlich, selbstverständlich. Die gute Madame Agnes ist hier die Chefin im Haus. So, beanspruchen wir 10 Stück. Dann bauen wir einen Brunnen und wir müssen den Bau von 2 Gehöften abschließen. Außerdem müssen wir neue Fabelinge willkommen heißen. Hier hat sich schon das Menü jetzt so ein bisschen erweitert. Okay, hier haben wir jetzt Lebensmittelproduktion, Getreidespeicher, können wir mal gucken. Getreidemühle, Schweinestall, Bäcker. Ich baue aber erstmal ein Holzfällerlager, einen Brunnen. Versorgungsgebiet. Einige Gebäude wirken sich nur auf einen bestimmten Bereich aus, der durch die blaue Form angezeigt wird. Stellt sicher, dass sich die betroffenen Gebäude in diesem Bereich befinden. Na, das sollten wir hinkriegen. Gucken wir mal, bauen wir das Ganze hier hin. Ja, machen wir. Bauen wir hier mal hin. Schön in die Mitte. Manche Gebäude sind auf Erhaltung angewiesen. Okay, das heißt also, die müssen wir dann warten. So, in der Zeit, während die hier bauen, bauen wir noch ein zweites Gehöft. Ich würde sagen, das bauen wir einfach mal direkt daneben. So. Und können hier... Achso, Zufallsauswahl. Okay, das heißt, wir können also tatsächlich sogar auch auswählen, welche Erweiterungen wir... bauen wollen. Was hat er jetzt hier? Entfernen, ja. Gartenhaus. Ich fand die Idee mit dem Apfelbaum ja eigentlich ganz gut, ne? Attraktivität. Das ist ein Gewächshaus. Bienenstock. Achso, der den Bienenstock hatte. Ja, komm, dann machen wir einen Bienenstock. Machen wir. Passt. Und Fundament hier, ein Gehöftfundament, ist okay. Dann bauen wir mal. Und einen kleinen Hühnerstall gibt es auch noch. Auch wie süß. Da freue ich mich schon drauf. Also das wird insgesamt, wird jetzt hier das ganze Let's Play. Es geht jetzt auch schon ein bisschen länger. Ihr merkt auch schon, es ist jetzt nicht das schnellste und robusteste und anspruchsvollste, glaube ich. Es ist aber, glaube ich, soweit ich das gesehen habe, ein sehr gemütliches, sehr schönes Aufbaustrategiespiel, bei dem man einfach so ein bisschen gemütlich vor sich hinbauen kann. Man kann sich den kleinen Fabling hier beim Bauen zu gucken und so weiter. Also so ein kleiner Wuselfaktor. Und das heißt, wir machen hier dann jetzt auch gar nicht irgendwie einen riesen Tamtam oder sowas, sondern wir machen das ganz schön entspannt, um das alles mal so ein bisschen zu erkunden, weil darum geht es ja letztendlich. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen genießen und schauen, was es so zu entdecken gibt. Oh, ein öffentliches Plumpsklo. Das ist ja nett. Natürlich muss es auch ein öffentliches Plumpsklo geben. So, dann haben wir hier das Gehöft. Da ist jetzt Mabel Russo, ist die Chefin in der Haus. Und hier oben die Nachricht, wurde alles fertig gebaut. Das ist sehr schön. Und jetzt heißt die neuen Fabelinge willkommen. Finally, here come our first newcomers. 2 von 2 Besuchern wollen bleiben. Your population happy, more will want to join. As long as there is room, of course. Welcome, welcome. Wuhu, wir haben 2 neue Fabelinge bekommen. Wer ist eingezogen? Thomas Isolda und Henry Russo. Ich bin mal bei den Namen, bin ich mal sehr gespannt, weil hier haben wir schon Isabella Isolda. Mal gucken, das scheint sich ja zu wiederholen. So, dann brauchen wir einen Bauernhof. Das hätte ich jetzt nämlich tatsächlich auch als erstes gemacht, einen Bauernhof. Und dann brauchen wir gleich noch einen Holzfäller. Das heißt, wir bauen das jetzt mal. Wo bauen wir das denn mal hin? Straßen sind ja generell... einfach gehalten. So. Mal hier. Bauen wir mal erstmal hier so rüber. So. Okay. Dann stellen wir jetzt einen Bauernhof. Stellen wir ein bisschen abseits. Stellen wir mal hier hin. So. Bearbeitungsmodus. Oha. Hier müssen wir jetzt Pflanzen bauen. Nach 18 bis 24 Tagen völlig ausgewachsen. Wächst mit der Zeit, solange ein Bauer dem Bauernhof zugewiesen ist. Wächst nicht im Winter. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir hier Kürbisse bauen müssen oder können. Weiß ich noch nicht. Achso, das können wir hier.
Ach so, insgesamt 12 von 40. Ah, das heißt, wir können hier tatsächlich sogar schön aus dem Vollen, können hier so einen Acker ziehen und bauen das Ganze. Okay, Pflanzen wachsen mit der Zeit, solange mindestens ein Bauer an jedem Bauernhof zugewiesen ist. Ja, okay, gut. Dann bauen wir in der Zwischenzeit. Ich sehe schon, hier gibt es Ruinen. Die können wir mit Sicherheit erkunden. Ist das mein altes Haus? Ich habe meinen Retainer in there. Ein altes, verfallenes Gebäude, wo vielleicht befindet sich ein Wertvolles. Well, it looks like some newcomers will arrive soon. Aha. But there's no available housing. To see how many days are left until the next arrival, so. Hover over the population icon. Dann bauen wir hier einmal einen Holzfäller. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht, wenn wir das... Bauen wir den dann am besten hin? Können wir... Ach, das können wir hier machen. So, rotieren geht so. Passt. Okay, dann machen wir hier. So. Dann brauchen wir noch eine Straße. So. Dann ist der auch angeschlossen. Schön. Bauernhof ist fertig. Und dann weisen wir mal zu Isabella Isolda. Na, hier sind auch schon. Guck mal. Beiden Isoldas. Die Isoldas. Geht das? Ah, oh, mal kommen. Ja, das sind die beiden. Ach, bis zu drei. Okay. Dann lassen wir das jetzt einfach mal bei den beiden hier erstmal. Ich weiß noch nicht, was jetzt noch kommt. Deswegen lassen wir es erstmal zwei. Und ich glaube auch bei der Feldgröße, die wir hier ausgewählt haben, ist das auch, glaube ich, erstmal ganz okay. Denn wir wollen ja nicht unsere ganzen Arbeitskapazitäten direkt am Anfang aufbrauchen. Hier beim Holzfäller haben wir auch den guten Henry Russo drin. Und ansonsten gibt es keine arbeitslosen Arbeiter mehr, also können wir da auch gar nichts mehr machen. Dann brauchen wir hier noch Geld. Ziel geschafft und drei Dekorationen bauen. Das machen wir nicht. Wir bauen erstmal noch ein Gehöft, weil wir wollen noch neue Bevölkerung haben. Neueinkömmlinge in 5 Tagen. Dann bauen wir hier einfach nochmal ein bisschen was dahin. Was hat er hier jetzt? Eine Hundehütte. Eine Hundehütte und eine Wäscheleine. So. Nee, Hundehütte mag ich gerade nicht. Ich will keinen Hundehütte. Aber so einen kleinen Hühnerstall, guck mal. Den haben wir noch nicht gehabt. So einen süßen kleinen Hühnerstall. Das ist doch ganz schick. Was gibt's denn hier noch? Wohnungseigentum. Achso, das ist dann für die Bürger. Schlossgebiet. Diese Funktion wird später im Early Access verfügbar sein. Okay, also das gibt schon, es gibt da schon Informationen dazu, was dann noch so kommt. Getreidespeicher, Fischerhütten, hier Hühnerställe und sowas kommt noch. Dann haben wir Holzfäller, Steinlager, eine Lagerstätte, lagert gewerbliche Ressourcen an dazugehörigen Grundstücken. Okay, dann gucken wir doch mal hier den Materialwagen. Ich habe so die Vermutung, dass der irgendwann wegfällt. Steinlager, Kohlemeiler, Steinbruch, Sägewerk, okay, Eisen, Militär. Hatte ich ja schon gesagt, das ist im Early Access momentan noch nicht drin. Gibt's noch nicht. Unverzichtbaren Abwasserkanal. Okay, Meilenstein, Städtchen, Botengilde. Mhm. So, Straßentheater, Taverne, Militär. Ja, gibt gar nicht. Und doch schon ein Heldenquartier. Aha. Meilenstein erreichen. Dorf. Okay, dafür müssen wir erstmal ein Dorf werden. Und nächster Meilenstein ist ein Örtchen. Aufs Örtchen. Ich gehe aufs Örtchen. Gut. Okay, dann bauen wir einmal... Oh, hier gibt es auch noch unterschiedliche Farben. Guck mal hier, ein Rosa. Wir sind hier in einem Märchen. Also dürfen hier auch Beete, rosane Beete sein. Also nicht rote Beete, sondern rosa Beete. Ein wichtiger Unterschied. Aha, hier gibt es dann auch noch tolle Zypressen. Ein öffentliches Plumpsklo. Das ist auch schön. Jetzt auch mit extra breiten Lücken zwischen den Brettern, damit es spannend bleibt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann bauen wir hier noch so ein Bäumchen hin. So. Haben wir drei Dekorationen. So auch immer wir die jetzt brauchen. Sieht wahrscheinlich einfach schön aus. Aber okay. Ist dann so. So, zwei neue Besucher. Yay. Wer ist eingezogen? Agnes Russo und Thomas Isolda. Wait. Thomas Isolda. Ey, guck mal. Zwillinge. Sieht aber gar nicht so aus.
Der eine hat eindeutig ein bisschen mehr Farbe abbekommen als der andere. Naja, okay. Ich vermute mal oder ich hoffe mal, dass es sich im Laufe der Zeit da noch die Entwickler noch ein bisschen ja, zumindestens noch die Vielfalt etwas erhöhen. Oh nein, ich mochte dieses Gebäude. Ja, ich aber nicht. Deswegen geht's weg. So, bauen wir noch ein Gehöft. Dann kommt der nächste in 9 Tagen. Das heißt, bis dahin sollte dann die Hütte fertig sein. Und da brauchen wir dann auch, müssen wir mal gucken, kommt dann auch der, kommt dann auch der, das Lager dann irgendwo, muss ja auch irgendwann leer sein. So, schauen wir mal, Baum. Also die Ressourcen hier scheinen endlich zu sein. Das heißt, müssen wir gucken, jetzt gibt es hier ein Steinlager. Gibt es vielleicht irgendwo auch einen Förster oder sowas? Lebensmittel, Ressourcenproduktion. Okay, werden wir sehen. Also wenn da die Ressourcen endlich sind, schauen wir mal. Bin ich noch ein bisschen skeptisch an der Stelle. Gucken wir mal. So, dann lagern wir hier mal ein paar Ressourcen. So. Ach so, okay. Dann machen wir das weg. Okay, das ist tatsächlich sogar ein richtiges, echtes Lager. Das heißt, wenn wir das hier bauen, dann haben wir hier 3 Lagerflächen. Manche Gebäude verfügen über ein dynamisches Lager. Nutzt die Kästchen, um festzulegen, welche Ressourcen gelagert werden können. Okay, das machen wir, sobald das fertig ist. Jetzt ist erstmal das Gehöft hier fertig. Und dann warten wir jetzt noch 6 Tage. Wir beschleunigen mal das Ganze. Also das ist schon sehr süß, ja. Muss man sagen, es ist aufgrund der Geschwindigkeit schon, wie soll ich das sagen, so ein bisschen, ja, so ein bisschen träge gefühlt. Irgendwie. So ein bisschen. So, Lagerstätten gebaut. Ach, das wird jetzt auch noch von einem Arbeiter verwaltet. Wir haben gar keine freien Arbeiter mehr. Ey, da draus. Sachen gibt's. Zahlungen erfolgt. Einkommen 29 Münzen. Das sind unsere Steuern. Alles gut. Nächsten Neuankömmlinge in 4 Tagen. Ja. Sehr schön. Dann warten wir da eben kurz, beschleunigen das Ganze nochmal. An der Stelle sei nochmal der Hinweis, wenn ihr neugierig seid, wie es hier weitergeht, auf jeden Fall Kanal abonnieren. Und wenn ihr Bock habt auf andere Strategiespiele, dann lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal ein bisschen zu durchstöbern. Und auch auf dem Discord mal reinzuschauen, Link in der Beschreibung. Da könnt ihr dann auch mit mir kommunizieren, könnt sagen, ey, ich habe voll Bock auf das und das Spiel, kannst du da mal was zu machen? Oder Fragen stellen oder. Genau. So, jetzt warten wir noch weiter. Was haben wir hier? Noch 1 Tag, dann haben wir die nächsten 2. Wir sind mittlerweile auch schon bei 60 Zufriedenheit. Das ist auch sehr schön. Da sind sie. 2 von 2, super. Meilenstein erreicht. Ach du liebe Güte. So viele mutige Fablinge haben schon ihr Leben in unsere Hände gelegt, dass wir uns als Örtchen bezeichnen können. Wir sind aber zum Glück kein stilles Örtchen. Liegt vornehmlich daran, weil ich die ganze Zeit rede. Aber okay. Von nun an rechnet eure Familie mit regelmäßigen Zahlungen in Höhe von 5 Münzen an die Familienkasse. Ach so, jetzt beginnt das Sinn zu machen. Wir sind also von unserer Familie hier reingeworfen worden und haben gesagt, hier. Macht mal, suche dir eine Prinzessin. Okay, ihr habt 50 Münzen erhalten. Wir haben jetzt die Taverne freigeschaltet. Ein Ort, an dem man nach getaner Arbeit entspannen kann. Ein Steinlager, wo man dann Steine sammeln kann. Ein Kohlemeiler für Produktion von Brennstoff. Ein Getreidespeicher, was sehr gut ist, damit wir über den Winter kommen. Und ein Förster, da ist es doch. Sorgt dafür, dass neue Bäume gepflanzt werden, nachdem ein Baum gefällt wurde. Nutzt das Gebiet des vorhandenen Holzfällerlagers. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir mal, wo wir das finden, das Holzfällerlager. Hier ist der Getreidespeicher. Wir beanspruchen erstmal 25 Münzen. So. Annehmlichkeiten. Taverne. Sehr gut. So. Und wo ist jetzt der Förster? Holzfällerlager. Steinlager. Kohlemeiler.
Da ist er nicht. Das stand doch gerade definitiv dabei, dass wir hier jetzt einen Förster haben, oder? Bin ich jetzt blöd? Oder kann ich jetzt hier den... Ach, Erweiterung, da! Sehr schön, das war jetzt nämlich die nächste Theorie. Haha, das heißt, wir können jetzt hier ein Upgrade machen. Können da sogar auch noch drehen. Sehr schön, so dieses modulare Bauen gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Dann bauen wir hier... Aha, manche Gebäude müssen mit einer Ressource verbunden werden, um zu funktionieren. Verbindet das Steinlager mit einem kleinen Steinvorkommen. Eurer ist das groß. So, okay. Wo ist jetzt der Ein- und Ausgang hier an der Stelle? Ach so, okay. Das ist die Verbindung dazu. Bauen wir das hier? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt schon reicht. So, dann haben wir hier den Weg. Ich glaube aber tatsächlich sogar, man braucht das, wenn ich das richtig mitbekommen habe, muss man auch gar keinen Weg bauen, damit das funktioniert. Das geht auch, glaube ich, so. Sehr schön. Aber dann können wir jetzt hier Lagerstätte. Achso, was ist denn hier erlaubt? Können wir jetzt mal sagen, wir können sagen, was hier erlaubt ist. Okay. It seems you got a letter from a secret admirer. Odd. Oh, wir haben... Well, I suppose there's no accounting for taste. Did it just joshing? You can open it by clicking the letter icon at the top center of your screen. Okay, also wir haben einen Brief bekommen, Leute. Das können wir gleich machen. Bauen wir nochmal Bevölkerung. Was brauchen wir? Dörfchen. Brauchen wir nächster Meilenstein Dörfchen 18. Okay, das heißt also, wir müssen da noch ein bisschen mehr dazu bauen. Dann tun wir das auch einfach mal. Und bauen. Also es geht jetzt hier mir auch gerade gar nicht um effizient bauen, by the way. Also falls jetzt jemand sagt, ja, das kannst du aber viel effizienter bauen. So ein bisschen schön bauen darf auch mal sein. Ich bin zwar normalerweise jetzt nicht so der total Schönbauer irgendwie, bei dem man sagt so, ja, das sieht total hip und toll aus. Aber ich gebe mein Bestes. So, dann gucken wir jetzt mal, was haben wir hier? Übersichtsmenü. Das Übersichtsmenü ist ein tolles Werkzeug, um euer Reich zu verwalten, wenn es größer wird. Hier könnt ihr eine Übersicht aller Fablinge-Arbeitsplätze und von noch viel mehr erhalten. Wechsel zwischen Tabs, um mehr Informationen zu sehen. Okay, das ist der Klassiker. Beruf, Familienoberhaupt. Das zählt als Beruf? Ich bin von Beruf Familienoberhaupt. Also in dem Fall, das, man mag es mir jetzt nachsehen für den folgenden Kommentar, aber da das gerade alles Frauen sind, ist das dann halt... Von Beruf Hausfrau. Sorry, wenn es Männer wären, wäre es ein Hausmann. Ist okay. Ich bin auch ein Hausmann, also von dem her passt das schon. Kann ich gut mitleben. So, wir haben hier Arbeitsplätze, das heißt, wir haben hier noch freie. Die Lagerstätte ist voll, das Steinlager, da ist noch niemand. Achso, wir können hier Emma Nielsen und Isabella Bonetti. Aha, jetzt kommen die Italiener und die Skandinavier dazu. Na, jetzt wird es ja spannend. Was? Voll gemein. Ah. Eieieiei. So. Ach, guck mal, hier war sogar eine Aufgabe. Ich gar nicht gesehen. Weist über das Übersichtsmenü einen Fabling einem Arbeitsplatz zu. Und einen Fabling über das Menü auswählen. Wir bekommen ansonsten hier Geld 25. Das ist schön. Nächste Zahlung in. Kleines. Achso, und das sind dann die Ereignisse. Wen wählen wir denn mal aus? Irgendwo war doch hier gerade ein gelber Fabling. Wir gehen mal hier zu Isabella. Da finden. Auswählen. Warum das Auswählen ein I hat? Okay, das lass ich jetzt mal dahingestellt. So, 10 Stück, was haben wir hier? Territorien! Ah, guck mal, wir können unser Gebiet erweitern. Ach, das ist ja schön. Das heißt, wir können hier gucken. 100 Bäume, eine Schafherde, ein Eisenvorkommen, ein kleines Steinvorkommen, Bäume, ein großes Steinvorkommen, Fische, Bäume, eine Ruine, Fische. Achso, den Rest kriegen wir noch nicht. Das ist das, was ich sagte, ne? Hier ist ein großes Land. Gucken wir mal. Ich würde tatsächlich jetzt mal hier rüber gehen. Das Territorium kaufen wir mal, weil tatsächlich wir dann nach hier hinten raus können. Und hier habe ich irgendwo, hier gab es die Schafherde. Das habe ich, glaube ich, gerade. Da, hier, da ist ein Schaf. Ein Schaf. Gucken, ob man hier auch irgendwie raufkommt. Ach so, hier ist eine Rampe. Cool. Ja, da habe ich ja vielleicht sogar das richtige Gebiet gekauft. Na, das lassen wir uns überraschen.
So, erstmal haben wir ein Gebiet gekauft und tatsächlich nur den halben Preis sozusagen dafür bezahlt. Oh, da habe ich natürlich gepaddelt. Warte mal. Finden, zerstören. Wann kommen die neuen Leute? In 3 Tagen. Ich muss nochmal ein neues Gebäude bauen. Hier gibt es nämlich keinen Stein. Achso, hier ist das Steinlager in der Nähe. Ach, deswegen. Okay. So, also lernen wir daraus. Nahe Industriebetriebe senken die Attraktivität der Gebäude. Bauen wir hier gleich noch ein zweites Gehöft daneben. So. Bauen. Ist okay. Bauen wir noch eine Straße. So. Bauen wir einfach mal hier rüber. So, zack. Haben jetzt ein bisschen Platz hier in der Mitte. Und dann können wir das hier einmal abreißen. So. Tut mir leid. Sorry, mein liebes Haus. Ist halt so. Dann, achso, einen Getreidespeicher wollte ich bauen. Genau. Ein Getreidespeicher, damit wir Dinge tun können. So. Komm, wir machen das jetzt mal. Naja, gut. Ich sage jetzt mal nichts. So, drücken zum Drehen. Einfach ganz normal R für rotieren. Okidoki. Holz 5, 15. 15? Warum braucht der 15? Achso, wahrscheinlich, weil der hier entsprechend Dinge hat zum Bauen. Ich wollte aber hier eine Taverne bauen. Ach, ich habe gar nicht. Ach, ich habe nicht genug Geld dafür. Verrückt. Geht gar nicht. Ich habe nicht genug Kohle. Deswegen das X hier. Es ist ja, man, ist ja Wahnsinn. Hat sich tatsächlich mal jemand einen Gedanken gemacht. So. Wir müssen leider abweisen. Oder wir warten noch kurz, bis das Gehöft hier fertig ist. Kling. Ah, guck. Wir heißen die beiden neuen Besucher willkommen. Und jetzt gucken wir nochmal hier auf den Brief. Brief erhalten von Agnes. Hallo, Agnes. Liebster Prinz, meine Sonne, mein Frühling, was für ein wundervolles Land dies ist. Sanfte Hügel und weite, fruchtbare Felder, davon haben unsere Vorfahren immer geträumt. Ich wünsche mir, dieses Land in ein Paradies zu verwandeln, aber allein kann ich das nicht vollbringen. Eure fesche Gestalt ist bereits das Gesprächsthema des ganzen Landes. Möchten wir uns treffen? Agnes, die Ernteprinzessin. Okay. Kann ich jetzt nicht... Ich kann jetzt nicht antworten und sagen, jawohl, möchte ich? Oh, dann aber schade. Hätte ich jetzt gerne nochmal geantwortet. Aber na gut. Dann geht das beim nächsten Mal. So. Schön. Bauen wir jetzt hier, genau, eine Taverne. Verbesserte Attraktivität. Manche Gebäude haben einen positiven Effekt auf die Attraktivität und das wird in grüner Form angezeigt. Jawohl, wir bauen das mal so dicht wie möglich an Wohngebiet. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Hier ist ja unser Wohngebiet. Ich finde, passt ja quasi perfekt hier rein, ne? Ja, stellen wir das einfach mal hier hin. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Wir haben ja jetzt 2 neue. Wir haben hier 200 mit Steiger gemacht. Geld bekommen. Yay! Gut, dass wir jetzt neue Bevölkerung haben. 2 Arbeitslose, die wir gleich hier dem Schankwirt zuweisen können. Dann warten wir noch kurz, bis das Ganze hier durch ist. Und während wir darauf warten, dass die Taverne fertig baut, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr aktuell so von Fabledom haltet. Also das ist ein sehr süßes Spiel, ist von der Grafik her, ist knuffig, ist so ein bisschen siedlermäßig, ganz entspanntes Ding, finde ich persönlich. Ersteindruck natürlich. Und schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ihr von Fabledom haltet oder was für andere Aufbaustrategiespiele ihr vielleicht noch so habt, wo ihr sagt, so hey cool, so ein Spiel wollte ich schon immer mal haben, vielleicht habt ihr auch irgendwas im Early Access. Und ja, schreibt mir das alles in die Kommentare. Wir haben jetzt, uns fehlen noch 10 Steine. Dann haben wir das auch erledigt. Und genau. Da baut der Bauherr hier, hätte ich jetzt fast gesagt, der Baumeister die Taverne. Süße Taverne. Schaut da mal. Artwork
Ist vielleicht ein bisschen unpräzise, aber trotzdem süß. Ah, oh, hier, einer meiner persönlichen Favoriten ist ja die Dorftaverne. Die Taverne sorgt für Vergnügung der Bevölkerung. Und je glücklicher dein Königreich ist, desto mehr Neuankömmlinge zieht es an. Surprise! So, Annehmlichkeiten sorgen für Zufriedenheit, solange wie dort ein Fabling drin arbeitet. Und pling, 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 sofort, zack, bam, gehen die alle hoch. Bürger und Landsmänner und Frauen wollen das nutzen. Adelige natürlich nicht, die haben wahrscheinlich etwas andere. Wie soll man das sagen? Etwas andere Ansprüche. So. Dann haben wir das noch beansprucht. Wir brauchen, müssen den Status Dörfchen erreichen. Das heißt, wir haben hier bei 18 Einwohnern 14, haben wir dann das Dörfchen erreicht. Da gibt es den nächsten Meilenstein. Das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Wir haben auf jeden Fall genug Platz, um diese 4 zusätzlichen aufzunehmen. Und das dauert jetzt noch 2 Tage. Aber ich würde sagen, wir gucken beim nächsten Mal, wenn wir dann das Dörfchen haben. Ihr könnt ja auch vielleicht, falls es euch einfällt, einen Namen dafür aussuchen für das Dörfchen und dann gucken wir mal, was wir da so haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier bei Fabledom. Vielen Dank fürs Einschalten. Denkt dran, Kanal abonnieren und das Video teilen und natürlich Daumen hoch. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ich bin der Simme. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao mit V.